Bank. Das könnte passieren vor lauter Begeisterungssturm. So, und jetzt stelle ich Ihnen die Models vor. Frisch aus Paris, von der Firma Chanel eingeflogen, schauen Sie sich unsere Damen an. Madame Jutta. Madame Amour. Madame Annette. Madame Eve. Und Madame Marie. Und Sie haben schon das Kleidungsstück in der Hand. Wir zeigen Ihnen zuerst das Mittelstück. Und dann kommen die nahtlos eingearbeiteten Teilstücke. Und nun bitte die volle Aufmerksamkeit auf das erste Variationsmodell. Variante die nordische Haube. Dabei haben wir Anleihen in der skandinavischen Mode gemacht. Und besonders in Finnland ist dieses Modell besonders gut angekommen. Variante haben wir Wintertraum genannt, weil es sich für die kalte Jahreszeit bei Schneewanderungen in den Baumbergen und bei Schlittenfahrten auf dem Coesfelder Berg empfehlen wir besonders diese Möglichkeit, die auch von den Herren getragen werden kann. Modell Wintertraum. Variation zeigt einen eleganten Hut. Bei besonders festlichen Gelegenheiten verändern Sie, meine Damen, die Haube ganz einfach zu einem fantastischen Hut, wobei Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Damen, die nicht gerne Hut tragen, gerade in der jetzigen Zeit. Und wenn Sie nicht gerne Hut tragen, meine Damen, dann nehmen Sie dieses Kleidungsstück doch einfach als Stola. Dann werden Sie in jedem Falle Aufsehen im Konzerttheater erregen. Besonders elegant. Man beachte die Schnittführung. Und wenn ein Schultertuch nicht mehr in ist, dann drehen Sie es einfach um. Denn nach einem Theaterbesuch könnte man ja mal fein essen gehen. Und dann könnten Sie dieses Kleidungsstück als Lätzchen benutzen, weil es mit 95 Grad auch voll waschbar ist. Der kalten Jahreszeit schon gesprochen, aber um Erkältungen, Halsschmerzen und Schnupfen vorzubeugen, empfehlen wir unsere Spezialität dieses Kleidungsstückes. Damit sind Sie sicher gegen Kratzen im Hals, Heiserkeit und Husten geschützt.
Wir machen aus unserem Kleidungsstück einen Schal. Alles gut. Schauen Sie, wie es geht. Weiß passt natürlich in jede Jahreszeit, besonders gut im Winter. Und von den medizinischen Möglichkeiten haben wir gerade gesprochen, Husten und Heiserkeit, Halsschmerzen, Kratzen im Hals, aber damit sind wir noch nicht fertig. Wir können aus unserem Kleidungsstück nämlich einen Nierenschutz machen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren unteren Rücken schön warm halten können. Nebenbei bemerkt, hat unser Kleidungsstück natürlich eine Universalgröße. Es passt von X bis XXXL jeder herein. Jetzt kommt eine ganz besondere Variationsmöglichkeit. Meine Damen, Sie werden entzückt sein. Es gibt viele Anlässe, dieses Kleidungsstück zu tragen. Aber jetzt kommt die festliche Variante. Wir tragen unser Kleidungsstück nämlich als Bolero-Jäckchen. Zugeben, etwas Festliches haben Sie noch nie gesehen. Nach dem Theaterbesuch dürfen Sie dieses Bolero-Jäckchen auf keinen Fall an der Garderobe abgeben. Sie gehen essen und wenn die Serviererin keine Schürze vorhat, binden Sie es einfach der Kellnerin um und sie kann es als Servierschürze benutzen. Bitte beachten Sie dabei den besonders praktisch eingearbeiteten Eingriff, das fürs Trinkgeld geeignet ist. Wir haben es das Eurotäschchen genannt. Und noch nebenbei bemerkt, meine Herren, Eingriff ist nur für die eigenen Hände gedacht. Die nächste Variante ist besonders für Fernreisen. Auch für jeden Mann, der mit dem Motorrad durch die Sahara düsen möchte, reicht dieses Modell Touareg. Vor Sandstürmen werden Sie geschützt sein. Meine Damen, wenn Sie in arabische Länder fahren und sich mit einer Burka verschleiern müssten, wären Sie mit diesem Kleidungsstück immer richtig angezogen. Variante möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten. Sie wissen, bei einer Modenschau kommt zum krönenden Abschluss meistens Claudia Schiffer als Braut oder damals blieb sie noch Schiffer und dann kam die Klum, Heidi Klum natürlich, im Hochzeitsstaat. Und auch unser Kleidungsstück eignet sich für diese Möglichkeit. Sie werden staunen, unser Supermodel aus Paris, wo ist sie denn? Man kann nämlich dieses Modell auch als Hose tragen.
Variationen dieses super Kleidungsstückes. Und falls jemand Interesse hat, das käuflich zu erwerben, wir stehen selbstverständlich zur Verfügung. Ich werde Ihnen auch mein Monogramm da reinschreiben, wenn Sie das gerne möchten. Und wir würden natürlich spenden für die Jesuitenkirche, evangelische Kirche, selbstverständlich. Ich danke, meine Damen. Sie waren ein fantastisches Publikum. Dankeschön. Ich verabschiede mich, Frau Präsidentin. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Laberfeld. Herr Laberfeld, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Und weil dieser Ruf Ihnen so vorauseilte, bin ich gerne nochmal auf diese Truppe aufmerksam geworden. Ich habe euch das erste Mal beim Weiberfastnacht in Kolping gesehen. Vor 5 Jahren. Aber das sieht man euch nicht an. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich würde sagen, ihr sucht jetzt für euer Modell noch einen Namen. Ich habe auf und runter überlegt. Ich habe ja manchmal so Blitzgedanken. Aber Herr Laberfeld, Sie erwähnten ja, man kann das mit 25, 65 Grad waschen. 90. Was haltet ihr denn von Hose de la Kack? Ich denke, es hat viele, viele Zwecke und ihr wart wunderbar. Und jetzt singen wir alle. Der Truppe hört ein Trollala, Trollala, Trollala. Der Truppe hört ein Trollala, Trollala. Und abermals ein Trollala, Trollala, Trollala. Danke, danke, danke.